Neben den ganzen Neuerungen und dem Mob-Vote wurde auf der Minecraft Live letztes Jahr auch eine Kooperation mit Star Wars angekündigt, die wirklich vielversprechend aussah. Die Rede ist hierbei von einer kompletten Custom-Map mit eigener Story, krassen Gegnern und neuen Mechaniken, die ich im heutigen Video mit euch zusammen durchspielen möchte. Starten tun wir hierbei als Padawan, müssen uns erstmal alle Sachen, die wir als Jedi brauchen, ranholen und zum Schluss so die Siths besiegen. Auch jetzt, 2 Stunden nach der Aufnahme, bin ich immer noch extrem begeistert von dieser Map und was so heutzutage in Minecraft alles möglich ist. Viel Spaß. Ich bin mal wieder krank, aber das hindert uns nicht daran, heute der beste Jedi aller Zeiten zu werden. Boah, ist das cool, sogar mit einer Cutscene. Ah ja, und übrigens, ich habe absolut gar keinen Plan von Star Wars. Das bedeutet, wenn ihr Star Wars Fans seid, dann wird das vermutlich sehr, sehr schmerzhaft für euch. Yo. Also wir landen gerade auf diesem Eisplaneten. Und es ist eine richtig coole Cutscene. Das sieht richtig geil aus. Also ich habe mir bis jetzt nur den Trailer angeschaut. Der sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und ich bin extrem gespannt, was uns hier jetzt so erwarten wird. Also wir sind hier gerade gelandet, aus dieser Treppe rausgelaufen und sind jetzt auf Ilum, was sich irgendwie anhört, als wäre es Ulm. Yo, gebt euch das! Die Bedrock-Edition hat endlich eine... Yo! Was? Habt ihr das gesehen? Wir können doppelt jumpen. Wir können doppelt jumpen und da machen wir so eine geile Rolle. Und auch wenn wir laufen, sieht das richtig geil aus, vor allem im Vergleich zu sonst in der Bedrock-Edition. Und das ist halt das Geile wieder an der Version, weil sowas geht in der Java nicht. Und hier hast du einfach so viele Möglichkeiten, dass du doppelt jumpen und ein Salto machen kannst. Und wer sind die Atzen hier? Einfach ein Tintenfisch, ein Avatar-Typ und es ist Bernd. Yo, Kelleran back. Willkommen, junger Padawan. Okay, also wir müssen auf diesem Planet scheinbar einen Kristall finden, der irgendwie dafür sorgt, dass wir uns mit der Macht verbinden können. Und genau diese müssen wir auch mal benutzen, um den Eingang zu öffnen. Yo, press and hold to use the force, also die Macht. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir machen das alle zusammen. 3, 2, 1, go! Yo, wir machen den ganzen Berg kaputt. Okay, es wird Zeit, da zusammen reinzugehen. Ich bin bereit. Wir müssen dem Kollegen hier folgen. Ey, ihr seid wirklich coole Atzen. Wollen wir Freunde sein? Ich mag dich am meisten, Tintenfischkopf. Yo, wartet mal. Wer ist der Kollege? Den kenne ich. Der sieht so aus wie das, was gerade aus meiner Nase kam. Du bist doch Meister Yoda. Dich erkenne ich doch aus 50 Kilometer Entfernung. Oder natürlich, um in Star Wars Sprache zu reden, aus 2 Lichtjahren. Yo, wir müssen uns unseren Kristall scheinbar selber ranholen und dafür in die Höhle gehen. Ey, die Cutscenes sind so geil. Er öffnet hier einfach so eine random Höhle und ich glaube, das ist der Kristall, zu dem wir hin müssen. Und währenddessen zeigt er irgendwelche Gang-Signs und dreht damit das Ding. Das ist ja geisteskrank. Und der Eingang zur Höhle ist offen und wir sind bereit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir haben weitere Sachen von der Macht freigeschalten. Mit dem Ding können wir Dinge scheinbar nach vorne schubsen. Mit dem Ding können wir Dinger einfach halten und dann bewegen. Und hier können wir Sachen an uns ranziehen. Alright, das ist interessant. Gehen wir mal rein in die Höhle. Wir brauchen unseren Kristall, um wirklich ein Jedi zu werden. Und wir müssen hier immer diese Sterne verfolgen, damit wir weiterkommen. Alright, ich glaube, wir sind richtig. Okay, also hier müssen wir mit einem Doppeljump rüber, steht da. Das haben wir hinbekommen. Und ich glaube, wir müssen jetzt da lang, aber da ist ein Stein im Weg. Das ist nicht gut. Aber wie wäre es, wenn wir dafür irgendwie unsere Macht benutzen und den Atzen zu uns... Yo, wir können den Stein zu uns herziehen. Und dann ist der Weg frei und wir können hier rüber. Oh Gott, das hat keiner von euch gesehen. So, der Stein ist im Weg, der kommt einmal weg, bitte. Dann ist der Stein im Weg, der kommt auch einmal weg. Wir können hier rüber. Und da entspannt hin und her springen. Oh mein Gott, und da drüben ist er. Da drüben ist der Kristall, der uns zum Jedi macht. Komm her, mein Kollege, ich zieh dich zu mir. Und wie geil sieht das aus? Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich glaube, wir haben einen Kristall. Und jetzt müssen wir alles wieder zurück. Die Frage ist, oh, wir können hier lang, sehr entspannt. Hallo Meister Yoda, ich habe einen coolen Kristall für dich. Bitte zieh den mir nicht einfach ab, das ranzuholen war gar nicht so einfach. Hallo Kollege, guck mal, was ich hier für dich habe. Ja, also der Kristall gibt uns die Energie der Macht und wir haben uns jetzt mit ihm verbunden. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Wir gehen zurück zum Schiff und können uns unser Laserschwert herstellen. Darauf freue ich mich irgendwie mit am meisten. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Schnell weg von diesem kalten Planet. Ich werde noch mehr krank. Okay, hier sind wir auf dem Schiff. Das sieht ziemlich cool aus. Wir müssen einmal in den Arbeitsraum und da unseren Chef finden. Was geht ab? Ihr seid auch schon da. Nice, ihr habt auch alle euren Kristall. Glückwunsch. Tintenfischkopf und ich, wir sind einfach beste Freunde für immer. So, Kelleran Beck, was gibt's denn so? Professor Young hilft uns scheinbar, unser erstes Laserschwert herzustellen. Das ist so ein typischer Atze, der im Club nie Beine trainiert. Und Arme scheinbar auch nie. Und irgendwie sieht er generell nicht so gesund aus, aber der weiß schon, was er tut. Hey, Kollege, kannst du mir vielleicht helfen, ein Laserschwert herzustellen? Okay, wir müssen an irgendeinem Crafting-Table hier unser Laserschwert... Boah. Boah, das ist so cool. Cool. Wir können wählen zwischen einer einzigen Klinge, einer Doppelklinge oder 2 Laserschwerten. Boah, ich sag euch ehrlich, ich,
bin auf jeden Fall gespannt, für was ihr euch entscheiden würdet. Also merkt euch das auf jeden Fall und schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Aber ich glaube, ich nehme hier eine Doppelklinge. Darth Maul hat sowas doch und ich finde das extrem cool. Boah, wir können sogar unseren Griff noch ändern. Ich glaube, das hier wird unser Griff und damit ist das hier unser Laserschwert. Das ist so, so cool. Ich bin absolut begeistert. Und wie gesagt, bin auch sehr gespannt, für was ihr euch entschieden hättet. Also ab in die Kommentare damit. Jetzt drücken wir aber erstmal auf Dann und haben unser Lichtschwert gecraftet. Und können das ganze Ding, indem wir das benutzen, jetzt einmal aktivieren. Und da gibt's auch eine Cutscene. Das ist so cool. Das ist so cool. Guckt euch unser Lichtschwert an. Yo! Yo, wenn wir damit angreifen, sieht das sick aus. Guckt euch das an. Zack, zack, zack. Wir können das drehen wie ein Propeller. Der Propeller, Peller, Peller. Immer schneller, schneller, schneller. Batz, batz. Kann ich damit meine Freunde ummetzeln? Nee, besser ist es. Gut, natürlich müssen wir erstmal lernen, damit umzugehen. Und deswegen geht's jetzt in den Trainingsraum. Ich denke mal, der ist hier an der Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sieht ehrlich gesagt eher aus wie ein Pokémon-Kampffeld, aber egal. Okay, wir müssen diese kleinen Droiden zerstören. Bats und Boots. Das ist so cool. Oh nein, die schießen auch. Können wir das abwehren? Können wir die Schüsse abwehren? Ja, können wir. Können wir die Schüsse zurück auf die lenken? Ja! Ich bin so begeistert. Okay, Training ist fertig. Ich bin bereit mit, fertig mit Workout. Warum ist denn auf einmal der Alarm an? Ein Asteroid ist eingeschlagen. Und unsere Aufgabe ist es, das ganze Ding mit einem Astromech zu reparieren. Was haben wir dafür bekommen? Eine Powerzelle. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber klar, lass mich als Anfänger das regeln. Es ist so, als würdest du einen C-Junioren die Elfmeter schießen lassen im Champions-League-Finale. Und wer sind die... Oh, müssen wir uns jetzt einen eigenen Droiden bauen? Das ist sau cool. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das geht. Habt ihr irgendwie ein Tutorial oder so? Oh, wir können uns hier einen auswählen. Und jetzt können wir den anpassen. Also unser Laserschwert ist blau. Aber ich finde, da passt so ein roter Droide eigentlich gut dazu. Jetzt können wir sogar den Kopf noch ändern. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Dann einmal noch das Pattern, als wäre es ein Smithing-Template. Wisst ihr was? Ich glaube, mit dem Arzt bin ich zufrieden. Wir aktivieren ihn. So, und der geht jetzt hier rüber und, keine Ahnung, geht nach oben und repariert den Bums, glaube ich. Ich hoffe, er kriegt das hin. Der ist gerade mal eine Sekunde alt. Oh, nice. Wir haben es repariert. Sehr cool. Kein Problem. Ich habe absolut gar nichts dafür getan. Oh, und er sagt auch jetzt, dass unser Abenteuer losgeht und wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Ich bin sowas von absolut bereit dafür. Irgendwie ist es jetzt ein paar Jahre her, dass wir Jedi geworden sind und es gibt irgendwie Beef. Alles wie immer. Jetzt geht's, wie es aussieht, darum, dass wir uns dafür irgendwie beweisen und dafür müssen wir auf den Krasong-Planet. Yo, ich bin gelandet. Yo, was geht ab? Wer seid denn ihr? Es fühlt sich irgendwie an wie ein Elternsprechtag in der Schule. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich schwöre, mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen. Okay, wer ist denn? Tintenfischkopf? Du hast es geschafft? Ich wusste schon immer, dass du zu was Größerem bestimmt bist. Ja, ja, irgendwas soll ich für die machen. Keine Ahnung. Yo, schlagen die mich jetzt zum Ritter oder nehmen die mich aus einer... Yo, Bro, yo, da, ich dachte, wir wären Freunde. Ich glaube, wir werden Jedi. Wir werden Jedi. Let's go. Ich werde zum Ritter geschlagen. Oder halt zum Jedi. Ja, oh, ist das nicht geil? Lass das erstmal feiern. Oder eben nicht, weil ich glaube, Yoda hat eine Aufgabe für uns. Okay, wie es aussieht, gibt es verschiedene Quests, die wir lösen können. Und dafür müssen wir hier erstmal in die Halle rein. Wir sind in der Main Hall. Und die sieht sehr episch aus. Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker, Ahsoka Tano und R2-D2. Und der Arzt halt, den ich ehrlich gesagt in Filmen noch nie zuvor gesehen habe. Ah, okay, also wie es aussieht, haben wir hier verschiedene Missionen und müssen jetzt alle 5 davon lösen, um, keine Ahnung, irgendwie ein krasserer Jedi zu werden oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet und würde sagen, wir machen einfach mal alle 5. Was soll der Geiz? Okay, der Arzt sagt einfach nur, wir sollen mit unserem Laserschwert gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Das kriegen wir hin. Okay, wir 1 gegen 1. Das ist irgendwie ein bisschen brutal. Wir kämpfen jetzt 1 gegen 1 gegen andere Jedis, aber wir können die doch nicht töten. Wir brauchen die doch. Was ist das für eine kranke Sekte, in der ich hier bin? Wer zur Hölle ist er? Er sieht aus wie ein Brot. Hey, ist auch todeslangsam. Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Los, schlag. Es ist, hä? Was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich habe mich über ihn lustig gemacht, aber der nimmt mich todesauseinander. Okay, alles gut. Wir haben ihn umgebracht. Das ist ein bisschen brutal. Let's go. Wir haben die erste Challenge geschafft. Dann geht's mal zurück in die Main Hall und wir kümmern uns direkt um die nächste. Hey, Obi-Wan, hast du eine Aufgabe für mich? Ja, klar helfe ich irgendwelchen Druiden, irgendwas zu verteidigen. Immer gerne. Oh, und wir haben die Auswahl zwischen Felucia und Tatooine, wo wir helfen wollen. Ich bin ehrlich, Felucia klingt irgendwie wie Katzenfutter und Tatooine kenne ich, deswegen geht's dahin. Hallo, du bist doch ein Sturmtruppler oder so. Ich habe absolut kein Wort verstanden. Ich bin
bin nicht so gut in Englisch, aber ich helfe euch auf jeden Fall. Was heißt denn pacify? Oh, beruhigen. Okay, wir müssen irgendeine gefährliche Kreatur finden und sie beruhigen. Ich weiß nicht, ob ich da der Beste bin, aber ich versuch's. So, hier drauf, Kollege. Und easy. Jo, wer seid ihr schon wieder? Beruhigt euch mal ein bisschen. Ich schleuder die ganzen Schüsse zurück. Oh, ich glaube, wir sind am Ende. Das sieht irgendwie weird aus. Ja, okay, wir müssen einen Sand, also... Ich sag dazu gar nichts mehr. Warum sieht sein Körper aus, wie er aussieht? Aber wie es aussieht, müssen wir diese Würfel benutzen, um sie auf den drauf zu schleudern, weil das dem Schaden macht. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Boah, wir drücken ordentlich Damage, da ist nicht mehr viel. Los, komm her zu mir, komisches Ding. Und kassier dieses... Attackenblock-Gedöns. Kann ich den nicht auch... Oh, ich kann den auch einfach mit dem Lichtschwert schlagen, wenn der hier gerade so am Tanzen ist. Ah, ich verstehe jetzt überhaupt, worum es geht. Ha, Klassiker. Okay, wir müssen ihn erstmal mit den Sandblöcken abwerfen. Und dadurch bleibt er dann ein bisschen chillig und wir können ihn schlagen. Aber jetzt ist er schon tot. Also, dachte ich. Benutze die Macht, um die Kreatur zu soafen. Was ist soaf? Oh. Jo, wir haben ihn besänftigt, glaube ich. Ja, und jetzt wurde er eingefangen. Der Arme. Ich wollte nicht, dass ihr den einfach einsperrt. Aber die Mission scheint auf jeden Fall erledigt zu sein. Und somit geht's zurück auf den Crossong-Planet. Okay, noch 3 Missionen, ich bin bereit für die nächste. Jo, wer bist denn du? Warum bist du so klein? Und warum sieht das Licht aus den Fenstern so unfassbar episch aus? Naja, mal gucken, was Anakin für mich hat. Klar bin ich dabei, wenn ihr irgendwelche Schiffe befreit oder so. Jo, guckt euch das an, wir sind unterwegs. Ich würde euch gerne erklären, was hier passiert, aber ich habe absolut keinen Plan. Ich glaube, das ist ein Schiff von Gegnern und wir sind da jetzt einfach drin gelandet und tarnen uns irgendwie, um das zu befreien oder so. Oh, wer seid denn ihr? Ah, wir müssen unsere Trooper beschützen. Beziehungsweise rausholen. Und dafür müssen wir erstmal zu unserem Schiff zurück. Und ich bin scheinbar der Arzt, der denen hilft, das zu machen. Und wie geht's euch so? Was machen Frauen und Kinder? Oh, falsches Timing. Oh mein Gott, wer sind denn die Atzen? Die haben ja keine Chance. Wer sind denn die Atzen? Die sehen auch weird aus. Jo, was geht's, Sturmtruppler? Habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Nicht? Und ihr habt noch nicht das Video geliked? Dann seid ihr genauso schlimm wie die meisten der Zuschauer hier. Das kann ja nicht sein. Wenn auch ihr krasse Edis seid, dann benutzt jetzt sehr, sehr gerne mal die Macht, um das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Dankeschön. Weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Okay, ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich muss hier weg. Meine Kanonenatzen, ihr macht das schon. Schon wieder so ein komischer Atze. Und noch mehr, was soll das? Mein Gott, wo zur Hölle ist mein Schiff? Warum ist das denn alles so riesig? Oh mein Gott, finally. Nein, das kann nicht echt sein. Ich habe jetzt eine Viertelstunde, bin ich die ganze Zeit durch die gleichen Räume gelaufen. Und jetzt muss ich gegen General Grievous kämpfen und habe nur 2 Minuten. Aber das schaffe ich doch. Also natürlich schaffe ich das nicht. Warum ist der Atze so stark? Ah, wir müssen ihn gar nicht töten. Wir müssen nur 2 Minuten überleben. Jo, also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber General Grievous ist viel zu stark, den können wir eh nicht besiegen. Also, warte ich doch einfach eine Minute hier hinten in der Ecke, wo er mich nicht findet und dann sind wir durch, oder? 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Oh, unser Schiff wurde repariert in der Zwischenzeit, während ich gechillt habe. Und jetzt müssen wir da einfach nur noch hin, glaube ich. Und dann können wir damit entspannt wegfliegen. Was ist denn unser Schiff? Das hier, glaube ich. Jo, lass mich bitte einmal kurz chillen. Tja, General Grievous, da kannst du noch so viele Arme haben. Wir sind weg. Aber cool sah er auf jeden Fall aus, das muss ich sagen. Auch seine Waffen sind ultra sick. Nächste Mission abgeschlossen. Ab zurück auf den Franzosenplanet. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Mission zu spielen. Aber klar fliege ich mit dir nach Kamino. Gar kein Problem, solange du die Reise bezahlst. Haben wir irgendwie ein nices Hotel oder so? Das wäre cool. Oder sind wir nur wegen Arbeit da und dann stratzen wir wieder? Aber dann lass wenigstens auf dem Rückweg nochmal Weltraum-Maggis. Naja, auf jeden Fall müssen wir auch da wieder irgendwelche Droiden beschützen oder bekämpfen und ich bin auf jeden Fall bereit. Alter, was ist denn mit dem Hals los? Das ist ein 50 Zentimeter Hals. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Hals. Hals ist auch so ein dummes Wort, aber ich lenke ab. Wir müssen Shark T helfen. Jo, hier ist überall Müll. Und wir müssen gegen so viele Droiden wie möglich kämpfen, beziehungsweise verteidigen. Müssen wir den Müll verteidigen? Oder entstehen die aus dem Müll? Ich glaube, das ist einfach nur so eine Challenge, dass wir so viele Kills wie möglich machen. You spin my head right round, right round. Die dritte Welle ist erledigt. Ich weiß halt wirklich nicht, wie viele es gibt, aber bis jetzt ist es super einfach. Hey, hört mal auf zu schießen. Ich musste gerade was aufschreiben.
Nein! Okay, das ist sehr traurig. Haben wir es damit aber trotzdem geschafft? Ja, Shark T kommt uns retten. Besser ist es. Ich wollte mir doch gerade nur was Wichtiges notieren. Naja, egal. Der gruselige Geist mit dem langen Hals ist trotzdem zufrieden. Somit fehlt uns eigentlich nur noch eine einzige Mission und ich bin gespannt, was danach passieren wird. Oh, dafür müssen wir mit Yoda reden. Okay, dann erwarte ich hier wirklich Krasses. Vielleicht hat er sogar Baby Yoda einen Auftritt. Das wäre so cool. Oh, da unten ist er, der kleine grüne Frosch. Was geht ab? Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen, aber ich würde diesem 400 Jahre alten Wesen einfach mal folgen. Guckt euch an, wie süß das aussieht, wenn er läuft. Oh mein Gott, ist das niedlich. Und, was ist das hier für ein Nether-Portal? Ja, let's go, rein da. Ich und mein Atze Yoda unterwegs nach Torren. Okay, Torren hat irgendein Geheimnis und wir müssen herausfinden, was das ist. Und dafür müssen wir der Macht folgen, wurde mir gesagt. Nur, ich habe keine Kontaktlinsen drin und sehe sie deswegen nicht. Okay, ich glaube, das ist relativ easy. So, das legen wir dahin, können hier hoch. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Parcours machen, indem wir ein bisschen die Macht und unseren coolen Doppelsprung benutzen. Jo, was sind das für coole Blätter? Das ist ja ultra sick, dass sie mit der Zeit einknicken und wir da ein kleines Jump'n'Run machen müssen. Hier sind sehr komische Pflanzen. Boah, ich glaube, wir sind richtig. Also das werden die nicht einfach nur so gebaut haben aus Spaß. Wir sind in den Tempelruinen und Yoda ist schon da. Hättest du mir nicht Standort schicken können? Ich habe ewig gesucht. Okay, wir müssen den Tempel erkunden und dafür starten wir hier auf der linken Seite. Okay, wir haben hier so einen Block. Ich glaube, den können wir da drauf platzieren, um das Ding aufzumachen. Genau, das dachte ich mir doch. Dann können wir den hier, der dahinter ist, nehmen, um den da drüben zu platzieren. Und dann sollte es eigentlich easy weitergehen. Zack, dann einmal hier das aufmachen. Und wir kriegen nur einen weiteren Block. Ah, die müssen wir übereinander stapeln. Ergibt Sinn. Erster Block steht. Zweiter Block auch. Und so kommen wir jetzt nicht nach oben. Perfekt. Aber wenn wir das so machen... Oh Gott, ist das kompliziert, aber ich habe einen Weg nach oben gebaut. Ich bin stolz auf mich. Ich bin absolut begeistert und da oben haben wir irgendwas Glühendes. Yo, wer ist... Das ist Darth Maul. Warum ist Darth Maul in diesem Kristall drin? Müssen wir jetzt gegen den kämpfen? Wir haben beide ein Doppellaserschwert. Wir gehen einfach drauf. Was soll schon passieren? Komm, greif an, wenn du dich traust. Yo! Ist er down oder hat er sich einfach verwandelt? Ich glaube, wir haben Darth Maul besiegt. Hey, Yoda. Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Oh mein Gott! Jetzt müssen wir die rechte Seite erkunden. Der Tempel hat drei Seiten und Darth Maul ist nur so ein Miniboss? Ich fand das ehrlich gesagt schon schwierig. In welche Richtung soll sich das noch entwickeln? Okay, ich vermute mal, wir müssen die beiden Dinger hier in die Löcher tun. Damit das sich irgendwie verbinden kann oder so. Und dann müssen wir, glaube ich, hier einfach irgendwas aktivieren oder so. Ah nee, das können wir auch benutzen. Dann kommst du einmal hier hin. Und die Redstone-Schaltung wurde aktiviert. Weiter geht's zum nächsten Rätsel, was natürlich auch für uns absolut kein Problem sein wird. Hier ein Stein drauf. Über den können wir dann einmal in den Tod springen. Das war absolut nicht mein Plan. Also Versuch Nummer 2. Jetzt geht's rüber. Sehr schön. Und ein weiteres Rätsel. Auch hier müssen wir wieder Steine da reintun, würde ich sagen. Das einzige Problem, ich sehe keine Steine. Ja, okay. Wobei, ein Stein können wir uns ja von vorne nehmen. Vielleicht passiert da schon was, wenn wir den hier reintun. Stein ist drin. Und perfekt. Wir öffnen eine Tür mit einem weiteren Stein. Sehr schön. So gefällt mir das. Dann müssen wir uns einmal die Energiequelle nehmen und die dann hier in dem Raum platzieren. Let's go! Wir haben auch den rechten Weg abgeschlossen. Und ich bin sehr gespannt, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Yo, wer ist er? Das Rentner oder so? Warum? Ich kann doch keine Rentner schlagen. Das könnte mein Opa sein. Zack, zack. Gar kein Problem. Yo, easy, wir haben auch den zweiten Sith besiegt. Und somit wird es Zeit für die Main-Ruine. Und ich glaube damit auch für die letzte Mission in diesem Video, bis wir die Map durchgespielt haben. So, packen wir hier die Batterie erstmal drauf und öffnen so jede einzelne Tür. Okay, hier können wir einfach hochlaufen. Oh nee, das wird richtig kompliziert jetzt. Aber kein Problem, ich mache das im Speedrun. Ah, und hier haben wir den Würfel. Ich glaube, es gibt verschiedene Rätsel, da bekommen wir wieder diese Würfel vom Anfang. Und genau diese brauchen wir dann, um die größte Tür zu öffnen oder so. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Hier ist das Fußballfeld da oben und das muss dann da drauf, glaube ich, einfach mal. Okay, das heißt, Rätsel Nummer 1 ist abgeschlossen. Drei weitere folgen. Der Kollege muss da einmal rein, der Kleine darüber. Oh, und das Ding müssen wir irgendwie auch nach oben lenken oder so. Hat es funktioniert? Wie kriegen wir hier die Power nach oben? Ha, das ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Oh, ich bin so ein Fuchs. Wir haben hier durch die Steine einfach das Signal hier hochgelenkt und da
dadurch den nächsten Würfel bekommen. Let's go. Einmal hier rüber mit dir. Und dann waren es nur noch zwei. Wobei, man kann hier links doch auch eine Tür öffnen, oder? Kann ich dafür nicht einfach den Arzt nicht hier rüberstellen? Ja. Ja, und dann ist das hier links geöffnet, wo wir direkt den dritten Würfel haben. Also wirklich, manchmal muss man einfach nur ein Fuchs sein. Wir sind kurz vorm Ende, glaube ich. Gut, die Frage ist nur, wie machen wir hier jetzt weiter? Oh, wir müssen wieder mal das Signal nach oben verlängern. Das bedeutet, wie gerade kommt hier ein Block hin, da oben ein Block drauf. Und dann reicht das noch nicht, weil das eins zu tief ist. Ah, dann nehmen wir einfach noch den Kollegen dafür. Und somit öffnen wir die Tür für die letzte Kiste. Und dann bin ich echt gespannt, was passiert, wenn wir alle Kisten auf dem richtigen Ort haben. Ich erwarte was Großes. Ich glaube, das ist das Ende von der Map, die mir bis jetzt so gut gefallen hat. Ich hoffe, dass wir nochmal einen richtig epischen Kampf haben oder so. Jo, hier geht eine Plattform nach unten. Das ist richtig tief. Und wir kommen in einen Geheimraum. Und ich weiß nicht, was hier ist. Wir sind in irgendeinem Tempel der Siths, also der Bösen. Da oben haben wir mal wieder ein Kristall. Wir haben bereits meinen Opa und Darth Maul besiegt. Und ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Wer ist denn das? Ich hatte ihn noch nie gesehen. Das ist der Endboss? Irgendein Bree mit zwei Laserpointern? Was ist das denn? Er kann Blitze zaubern. Warum kann er das? Warum kann ich das nicht? Wir müssen regenerieren ein bisschen. Können wir hier überhaupt regenerieren? Nee, tun wir nicht. Perfekt. Wir müssen draufgehen. Wir nehmen dich auseinander. Wir nehmen ihn auseinander. Er hat keine Chance mit seinen blöden Blitzen. Ich glaube, wir sind down. Oh mein Gott, denn der Kampf geht, glaube ich, wieder von vorne los. Okay, aber wir schaffen das. Wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen drauf. Ich spam einfach durch. Ich spam einfach durch. Los. Oh mein Gott, wir haben ihn. Also, wir haben ihn überhaupt nicht. Er hat uns, aber egal. Wir nehmen dich auseinander. Wo ist er hin? Haben wir ihn? Ist er weggepackt oder haben wir ihn besiegt? Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ja, er ist stolz auf uns, aber ist doch klar. Wir haben das Geheimnis gelöst. Und darauf geht's erstmal zurück auf den Krasong-Planet. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wir haben eigentlich alle Aufgaben bewältigt. Yo, alle meine Arzten sind da. Oh mein Gott, guckt euch das an. Die haben an mich gedacht. Wir haben ihn und sie und ich habe sie alle noch nie in meinem Leben. Das ist wieder typisch. Gerade läuft's bei mir, kommen wieder alle Leute an. Nur Meister Yoda, du warst immer für mich da. Let's go! Wir haben es geregelt. Yoda war am Ende nochmal stolz auf uns. Und somit haben wir diese wirklich extrem coole Map durchgespielt. Ich bin immer wieder absolut überwältigt, was es für Möglichkeiten innerhalb von Minecraft gibt. Das war ja wie ein eigenes Spiel eigentlich. Wenn euch die Map auch so gefallen hat, dann schaut euch sehr, sehr gerne als nächstes das Video zum letzten Bedrock Addon an. Das war auf jeden Fall auch extrem cool. Ansonsten bedanken Tintenfischkopf und ich uns natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Haut rein und ciao.